Moin, hier ist Chris, Victoria Pater Spiele. Ich habe heute ein Spiel, aber es ist eine ganz besondere Freude, das heute zu rezensieren. Das ist Brass. Brass von Martin Wallace, und zwar ist es Brass Lancashire. Und Brass Lancashire ist im Grunde nichts weiter als das klassische Brass, mit ein paar Änderungen, kommen wir mal drauf, vor allem was so den Zweispielermodus angeht. Und natürlich eine andere Aufmachung. Es ist extrem aufgehübscht, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und es ist ein Spiel, wir haben es gekickstartet. Und das ist also, was ihr jetzt hier seht, ist die von uns gekaufte Kickstarter-Version. Es ist keine Retail-Version, jetzt kein Rezensionsexemplar, aber das Spiel ist einfach, ja, ich kann es ja jetzt schon verraten, das Spiel ist so gut, wir wollen auf jeden Fall ein Video dazu machen. Und das Ding ist, ich war lange Zeit gar nicht so überzeugt davon, dieses Spiel, jetzt Birmingham schon, aber Lancashire jetzt zu backen. Das Ding war einfach, ich habe Kohle von Pegasus. Aber ja, dieses Artwork und so. Und normalerweise sind wir gar nicht so Artwork-anfällig oder so, dass wir jetzt irgendwie eine Deluxe-Aufmachung dann sofort irgendwie das Alte dafür rausschmeißen. Aber das ist so britisch, so verdammt britisch, das Ganze, dass wir da einfach nicht Nein sagen konnten. Ihr werdet es gleich aus der Nähe sehen, wenn ihr es nicht woanders vielleicht schon gesehen habt. Ja, lange Zeit schon auf dem Markt und jetzt in letzter Zeit durch eben die Neuauflage wieder verstärkt und oft bei uns auf dem Tisch gewesen, sodass wir also jetzt fit sind, das Ganze zu rezensieren. Geht jetzt gleich los mit den Regeln und da an diesem Punkt werdet ihr euch vielleicht wundern, es ist wieder ein Video, es sind nicht zwei Videos. Hat jetzt erstmal wieder einen technischen Grund. Das Ding ist einfach die Verlinkung. Wir verlinken unsere Videos weiter. Und das Blöde daran ist einfach, wenn du zwei Videos hast, die musst du ja irgendwie weiter verlinken. Wir wollen ja natürlich alle die Leute, die uns abonniert haben, die kriegen eine Benachrichtigung, neues Video und dann gucken sie sich das wünschenswerterweise zumindest mal kurz an. Und aber wir möchten ja auch ganz gerne, dass vielleicht neue Leute darauf stoßen. Wenn wir das Ganze jetzt also bei Facebook, bei Twitter, bei BoardGameGeek, wo auch immer noch verlinken, dann ist es immer doof, wenn man zwei Links hat. Ne? Einmal haben wir dies, einmal haben wir das. Bei Twitter müsstest du zwei Tweets rausdonnern. Bei Facebook genauso im Grunde, weil nur ein Link dann irgendwie so mit Bild übernommen wird. Alles nicht so gut. Und deswegen hier jetzt ein Video Brass. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das jetzt seht. Ja, ob das so sehr schlimm ist für euch. Auf jeden Fall gibt es in der Infobox. Ihr könnt jetzt sowohl mein Gesabbel hier vorne wegignorieren, ihr könnt direkt zum Fazit springen oder ihr könnt euch einfach nur die Regel angucken, wie ihr wollt. Ellie setzt sehr geniale Timestamps und von daher könnt ihr das alles so nutzen. Ja, jetzt gehen wir aber auf jeden Fall mal rüber zu Brass. Brass von Martin Wallace, einer meiner Lieblingsautoren oder überhaupt eigentlich mein Lieblingsautor. Neuauflage bei Roxley Games, wurde im letzten Jahr bei Kickstarter per Kampagne finanziert das Ganze, hat eine wunderbare Aufmachung, das ist die Deluxe-Version. Zwei bis vier Spieler. Zwei bis vier Spieler. Wir sind in England im viktorianischen Zeitalter unterwegs zur Zeit der Industrialisierung, so, also in diesem Roundabout. Und das Spiel ist aufgeteilt in zwei Blöcke. Wir bauen zuerst Kanäle, für die englische Wirtschaft und das englische Transportsystem so bekannt ist, diese Kanäle quer durch England. Und verbinden Städte, bauen da Fabriken und liefern Ware. Letztendlich bricht irgendwann die zweite Phase der Industrialisierung an, nämlich das Eisenbahnzeitalter beginnt. Da werden die Kanäle wieder abgeräumt und wir bauen mit Eisenbahnen weiter. Ne? Das heißt, wir müssen komplett neue Netzwerke erschaffen, und zwar zwischen den Industrien, mit denen wir uns wünschenswerterweise schon einigermaßen platziert haben auf dem Brett. Letztendlich geht es natürlich darum, Geld zu verdienen, dieses Geld in Punkte umzuwandeln und einfach effektiv zu arbeiten. Großes Spiel mit viel Interaktion, ein Wirtschaftsspiel, aber ich sage trotzdem jetzt schon mal vorweg, nicht so viel Angst haben davor. Es steht zwar drauf 120 bis 180 Minuten, aber dieses Spiel hat zwar eine Lernkurve, aber dieses Spiel nimmt einen auch toll an die Hand. Und das, wie es das tut, gucken wir uns jetzt einfach mal an. So, hier sehen wir aufgebaut Brass, Lancashire, und das ist eben auch die Region, in der wir spielen. Wir sind hier Liverpool, Manchester als wirklich große Städte, große Zentren mit vier Feldern, in denen Industrie sich ansiedeln kann, immer spezielle Industrie. Wir sehen aber auch hier Kleinstädte wie Wigan oder Bury. Die Karte geht hoch bis hier so grob Schottland, Midlands, Yorkshire begrenzen das Ganze so an den Rändern und natürlich ja, der Atlantik im Westen. Das Ganze bedeutet natürlich, wir müssen Industrie ansiedeln, müssen Handel treiben, müssen Geld machen, ganz einfach. Das ist es. Müssen das Ganze möglichst erfolgreich machen, denn das ist das Ziel des Spieles. Viel Einkommen, viele Punkte und unsere, sage ich mal, Industrie so effektiv wie möglich zu nutzen und natürlich effektiver als alle anderen. Unsere Züge, bzw. das ganze Spiel ist kartengetrieben. Das heißt, ich habe hier so ein Deck und dieses Deck besteht aus zwei Sorten Karten. Das ist einmal hier eine Ortskarte. Na, dann haben wir Ellesmere Port oder Barrow in Furness.
Stockport. Das sind also alles Orte, die sich hier wiederfinden. Man kann die relativ einfach wiederfinden durch den Farbcode auf den Karten, auf der Karte selber oder auf der Map selber. Und ich habe Industriekarten. Diese Karten zeigen zum Beispiel hier eine Baumwollmanufaktur oder eine Mine oder eine Schiffswerft oder hier so ein Stahlwerk. Also es ist, und je nachdem, wie ich diese Karten auf der Hand habe, kann ich diese Karten einsetzen. Da komme ich gleich dazu, wenn wir ans Bauen gehen. Jetzt ist es erstmal wichtig, diese Karten nochmal zu mischen. Ja, das sind jetzt die Karten für 4 Spieler. Wenn ich das Ganze zu zweit spiele oder zu dritt, sind bestimmte Ortschaften per Karte ausgeschlossen. Man kann sie trotzdem benutzen. Aber es ist so, dass diese blauen Orte hier, also Burren Furnace bis Blackburn runter und Burnley und Colne, dass die als Karte im Zweierspiel nicht auftauchen. Im Dreierspiel sind Burnley und Colne raus. Und es gibt noch eine Variante im Spiel, die ist auf der Rückseite der Map. Da fehlen dann auch ein paar Orte. Die ist angelehnt, oder es ist die alte offizielle oder offizielle, halboffizielle, sage ich mal, Zwei-Spieler-Variante von Board Game Geek. Hat man gemacht, einfach um die Geschichte des Spiels nochmal so ein bisschen zu dokumentieren, was ich sehr schön finde. Die nutzen nochmal diese Karten. Ja, das ist aber auch wichtig, dass die rauskommen. Denn es ist wichtig, dass alle dieselben Züge haben, dieselbe Anzahl an Zügen. Und eben bei 4 Spielern kommt zu Anfang 1, 2, 3, 4, 4 Karten unter dieses wunderbare Stevenson's Rocket Kärtchen. Und das bedeutet einfach, diese Karten spielen in der ersten Phase, der Kanalphase, nicht mit. So, die anderen kommen oben drauf und jeder Spieler bekommt 8 Stück. 2, 3, 6, 7, 8. Jetzt kann ich mit meinen Karten Dinge tun. Und das ist eben das, diese Kartenhand gibt mir eben so ein bisschen vor, wo ich auf der Map agieren kann. Und sagt mir natürlich dann auch so ein bisschen, wie ich da agieren sollte, denn sie gibt mir eben auch so ein bisschen die Hand weiter. Denn wenn ich dran bin, kann ich 2 von diesen Karten spielen, eben für Aktionen. Da kommen wir gleich zu. Aber ich muss eben auch sehen, was ich danach noch auf der Hand habe. Denn es geht natürlich darum, Netzwerke zu bauen. Schließlich sind wir hier bei Martin Wallace, und da ist so ein Netzwerk schon eine gewichtige Sache. Ich habe hier Siegpunkte und ich habe Einkommen. Ja, Einkommen wünschenswerterweise steigt es, Siegpunkte steigen wünschenswerterweise auch, aber nur an 2 Stellen im Spiel. Das Spiel selber ist in 2 Hauptteile aufgegliedert, nämlich die Kanalphase, da fangen wir jetzt mit an, und die Eisenbahnphase. In der Kanalphase werden nur Kanäle gelegt. Ja, und zwar auch nur zwischen Städten, wo Kanäle eingezeichnet sind. Das seht ihr hier neben diesen Eisenbahnfeldern noch diese Kanalfelder, oder beziehungsweise Kanalstränge. Da kann ein Kanal gebaut werden. Hier sieht man nur Eisenbahnen, da darf kein Kanal hin. So, das heißt, ich könnte also Wigan hier mit Blackburn verbinden oder Warrington Runcorn mit Wigan. No, ganz wie ich möchte. Allerdings muss ich immer zusehen, dass ich so ein bisschen, ja nicht ein bisschen, schon ziemlich streng darauf achte, wo ist mein Netzwerk, und ich kann nicht einfach so in die Wildnis bauen. Es gibt zwar Optionen, um da ein bisschen was zu machen, aber so ganz einfach ist es eben nicht. Das hängt eben wieder von meinen Karten ab. Wenn ich jetzt am Zug bin, habe ich die Auswahl aus 5 Aktionen. Ich muss also für jede Aktion, die ich mache, eine Karte abgeben. Und eigentlich die umfangreichste Aktion ist Build, die ich habe, also Bauen. Ich habe hier ein Tableau mit verschiedenen, ja, Industriezweigen. Ich habe hier Baumwollmanufakturen von Level 1 bis 4. Und gleichzeitig sehen wir hier am Rand, was es mich das Ganze an Geld kostet. Ich habe am Anfang 30 Pfund zur Verfügung, die kann ich mir schon mal hinlegen. Ich mache das mal so. 5 und dann hier nochmal 5 Einser. Ups. Da hat man schon mal so einen Überblick. So, die kann ich mir hinlegen. Wie gesagt, Baumwollmanufakturen. Ich habe Häfen hier, Level 1 bis 4. Da zeige ich dann nochmal, die Häfen haben noch so eine kleine Besonderheit. Und ich habe eben hier die Werften und Stahlwerke und Minen. All das habe ich, all das kann ich bauen, wenn ich denn Geld und gegebenenfalls auch die nötigen Ressourcen, es gibt 2 Ressourcen, nämlich Stahl und Kohle, also Kohle, Stahl und Kohle habe, dann kann ich das Ganze bauen. Und ich muss Verbindungen haben lassen. Also ich kann nicht einfach so in die Weltgeschichte jetzt irgendwas aus Kohle setzen, ohne an Kohle ranzukommen. Bei Stahl ist das einfacher, das geht, bei Kohle geht es eben nicht. Wenn ich also jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, ich baue in meiner Aktion ein Stahlwerk, möchte ich bauen, und zwar so ein Einser Stahlwerk. Das ist nicht so einfach. Das kann ich nicht einfach in die Welt setzen. Zum Beispiel müsste ich zuerst eine Karte ausgeben, die übereinstimmt mit einem Ort, der so ein Stahlwerk hat. Dann kann ich es einfach auf die Karte setzen. So. Ja, ich hätte jetzt also zum Beispiel, habe ich hier eine Möglichkeit, was zu bauen. Ich könnte direkt, wir sind also bei 4 Spielern hier. Ich habe tatsächlich Barrow in Furnace und könnte theoretisch ein Stahlwerk nach Barrow in Furnace bauen. So. Das würde gehen. Allerdings braucht ein Stahlwerk einmal Kohle. Kohle habe ich nicht.
Ich müsste also sehen, dass ich eine Verbindung habe, entweder zum Kohlemarkt, das zeige ich gleich, wie das geht, oder zu einer Mine. Das sind diese hier. So, also ist es natürlich sinnvoller, eine Mine zuerst mal zu bauen oder eine Mine eines Spielers zu nutzen, denn das geht, das ist eben die Interaktivität in diesem Spiel. Aber ich baue jetzt erstmal eine eigene Mine hier, und zwar baue ich diese Mine in Barrow and Furnace geht es nicht, da habe ich nur die Möglichkeit, eine Werft und ein Stahlwerk zu bauen. Ich baue diese Mine in Wigan. So fangen wir nämlich an. So, diese Mine baue ich in Wigan, das würde mich jetzt 5 kosten. Das, was ich bezahle, muss ich in der Spielreihenfolge hier unten auf meinen Charakter legen. Das sind also berühmte Engländer aus der Zeit, das hier ist der Herr Arkwright. Ich habe die Namen nicht alle parat, müsste ich jetzt nachschlagen. Das ist alles wunderbar mit einer Biografie in den Regeln erklärt. Ganz toll gemacht. 5 Pfund Aktion 1 für meinen Charakter. Und ich würde dafür in Wigan, würde also diese Wigan-Karte ausspielen, in Wigan einmal Kohle platzieren. Und dann kommen direkt 2 Kohlemarker, die sehen wir hier unten eingezeichnet, auf diese Karte drauf. So, das heißt, diese Mine fördert 2 Kohle, bis sie erschöpft ist. Erschöpfen ist gut, erschöpfen bringt Punkte und Einkommen. Das heißt, dann hat sie sich so amortisiert, dass sie für mich einfach läuft. So, würden jetzt auf diesem Kohlemarkt zu diesem Zeitpunkt schon 2 Felder fehlen, dann würden diese 2 Felder, die diese Mine erwirtschaftet, direkt dort reingesetzt. Ich würde das Geld dafür kassieren und die Mine würde sofort gedreht werden. Gedreht ist jetzt wichtig, ihr seht hier die Icons. Ich halte das mal ein bisschen höher. So, ich habe hier einmal so ein Link-Icon, da kommen wir in der Wertung zu. Ich habe hier diesen Pfeil mit der 4, das bedeutet, mein Einkommen steigt um 4 Level oder um 4 Felder. Und ich habe am Ende dieser Runde in der Wertung einen Siegpunkt. So. Türkischerweise habe ich auch eine römische 1. Alle Industrien mit römischer 1 punkten nur in der Kanalphase und werden dann abgeräumt. Ab Level 2 bleibt es liegen. Das heißt, wenn ich in der Kanalphase schon Level 2 Industrien baue, dann punkten die 2-mal für mich. Diese Mine bringt mir jetzt einmalig einen Siegpunkt. Das ist nicht gerade viel. So. Ja, aber gehen wir mal davon aus, die Kohle liegt noch drauf. So, das ist die Aktion, das wäre Build. Ich könnte jetzt als zweite Aktion, in der ersten Runde habe ich nur eine Aktion, aber wir gehen mal davon aus, dass wir eventuell ein bisschen weiter sind. Ich könnte jetzt hier noch einen Kanal bauen. So, um mein Ziel vielleicht zu verfolgen, in Barrow and Furnace oben Stahl zu setzen. Ein Kanal, sieht man hier, kostet 3 Pfund. Auch das lege ich hier drauf. Und würde dann ein Kanalplättchen nehmen, so ein Linkplättchen, und würde das Ganze Richtung Preston legen. Hier beginnt also jetzt mein Netzwerk. Wenn ich jetzt im Verlauf des Spieles woanders bauen möchte, sagen wir mal in, komm, was haben wir denn? In Manchester. Wenn ich jetzt in Manchester dringend was bauen möchte, muss ich zwingend eine Manchester-Karte spielen dafür. Oder ich spiele anstatt meiner 2 Aktionen eine Aktion, lege aber 2 beliebige Karten ab. Das heißt, ich mache aber in dieser Runde nur einen Zug. Das ist auch so. Ich habe es gestern zuletzt gespielt, das Spiel, da habe ich es einmal gemacht im ganzen Spiel. So, da muss es allerdings auch sein. Und dann könnte ich in Manchester was bauen. Ansonsten müsste ich, wenn ich jetzt hier in Preston was baue, zum Beispiel einfach nur mit einer Industriekarte, also wenn ich einfach jetzt eine Baumwollmanufaktur bauen möchte, ohne dass da jetzt ein Ort auf dieser Karte ist, muss ich die zwingend an mein Netzwerk angrenzen lassen. Das wäre in diesem Fall Preston. Ja, da würde ich also jetzt 12 Pfund bezahlen, wenn ich die hätte, habe ich auch, und lege das hier drauf. Und schon würde mein Netzwerk sich dadurch eben vergrößern. Also lassen wir das Ganze mal hier liegen. Geld wird am Ende der Runde immer abgeräumt. Das heißt, wenn alle dran sind, wird geguckt, wer am wenigsten Geld über hat. Nach seinen 2 Aktionen. Wer am wenigsten Geld ausgegeben hat. Wer am wenigsten Geld ausgegeben hat und dann aufsteigend, da beschreibt die neue Spielerreihenfolge für die nächste Runde. Ist eine sehr spannende Sache, macht unheimlich Spaß. Ist also auch ein sehr, da muss man so ein bisschen taktisch agieren, ein bisschen planen, taktieren, wie man das Ganze denn machen will. Denn je mehr Spieler, je wichtiger ist hier die Spielerreihenfolge. Das war die Aktion Build. Die nächste Aktion ist Networking, die habe ich euch auch schon gezeigt. Das ist eben einfach ein Kanalplättchen bauen, Network-Teil. Ja? Und heißt auch später in der Zugphase so, das ist dann eben die Rückseite. Aber da kommen wir nachher nochmal dazu. So. Die Aktion Develop ist auch immens wichtig, denn ich hatte gesagt, nach der Kanalphase werden alle Industrien des Levels 1 abgeräumt. Das heißt, sie sind beides Level 1 Industrien, die würden einmal gewertet werden, wenn sie denn auf der Wertungsseite stehen. Und dann sind sie weg. Ja, das Feld ist wieder frei. Alles, was ich mir aufgebaut habe unter Umständen, ist weg, denn auch das Link-Teil ist weg. Deswegen ist Develop so schön. Mit Develop räume ich mein Tableau frei. Dann gucken wir hier mal hin und ich habe den ganzen Haufen 1er Industrien. Und die sind alle gekennzeichnet durch dieses Zeichen. Das heißt, alle in der Eisenbahnphase nicht mehr akut. Allerdings müllen sie mir mein Tableau zu, denn ich muss Stahl ausgeben. Wenn ich also am Anfang ist es ganz gut, wenn man als Startspieler ist es vielleicht eine schöne Aktion, einfach, da könnte man 2 Pfund hier ausgeben, würde den Stahlmarkt um 2 erleichtern und könnte sich jetzt aussuchen, einfach 2 Einser-Industrien vom Tableau abzuräumen.
So, und dann kommt es an die Seite. Und so räumt man sich eben so nach und nach die letzte Seite, die letzte Reihe frei, um immer ein bisschen mehr darauf reagieren zu können, einfach ein bisschen hochpreisige, hochwertigere Sachen bauen zu können. Ausnahme ist das Schiff. Das Schiff hat dieses Zeichen. Das heißt, ich muss erstmal zwei von diesen ohne jeden Wert wegräumen. Die könnte ich auch gar nicht bauen, um überhaupt erstmal an Level 1 Schiffe zu kommen. Und wir erinnern uns, ein Level 1 Schiff wird abgeräumt. Es gibt allerdings auch noch Level 2 Schiffe. Wenn ich die in der ersten Runde schon gebaut kriege, wunderbar. Ist selten, aber das ist schon, also muss man schon deutlich darauf hinspielen. Die sind sowohl teuer, kosten 25 Pfund an der Anschaffung, schmeißen aber satte 18 Siegpunkte ab. Ja? Und es gibt im Spiel auch nur drei Felder, wo ich ein Schiff bauen kann. In Barrow in Furness, in Liverpool und in Birkenhead. Ja? Also da muss man gucken. Es ist alles weniger da als für alle Spieler verfügbar. Das muss man wissen. Gerade Stahl und Schiffe, das ist so ein bisschen umkämpftes Terrain. Das ist allerdings auf jeden Fall Develop. Nächste Aktion ist Sell. Für Sell bereite ich ein bisschen was vor. Und zwar gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt also hier mit unserem gelben Fleetwood noch angeschlossen und in Fleetwood einen Hafen gebaut. Besonderheit wieder beim Hafen, das hatte ich vorhin erzählt, zeige ich euch nochmal, ist hier dieses Trade-Zeichen. Und dieses Trade-Zeichen finden wir wieder auf der Kohletabelle. So, das heißt, wann immer ich irgendwann im Spiel Kohle brauche und diese Kohle nicht vom Spielplan kriege, das heißt, wenn ich also jetzt, ich habe hier diese Manufaktur gebaut, das ist eine Level 1 Manufaktur, die braucht noch keine Ressourcen, hätte ich da eine Level 2 Manufaktur gebaut, hätte ich da Kohle für gebraucht. So, die hätte ich jetzt von meiner nehmen können. Wäre die aber schon abgeräumt gewesen, diese Kohle. Dann hätte ich die Kohle vom Markt gebraucht. Um vom Markt Kohle nehmen zu können, muss ich Anbindung haben eben an dieses Trade-Zeichen, das ich eben beim Hafen gesehen habe. Das findet sich also auf Hafenplättchen wieder. Es findet sich, wenn man Scotland, Yorkshire und die Midlands angeschlossen hat, auch wieder. Dann habe ich also praktisch Zugang zum weiter entfernten Kohlemarkt, wo dann Kohle eben für mich rangeschafft wird. Aber ich brauche eine ununterbrochene Linie. Das muss nicht zwingend meine sein. Das kann auch von anderen nehmen. Aber ich brauche eine ununterbrochene Linie von meinem Gebäude zu diesem Handelszeichen. Sonst keine Kohle. Jetzt habe ich, also wie gesagt, Fleetwood und ich hätte also zuerst Fleetwood anschließen müssen, wenn ich das jetzt so rumgebaut hätte, wie ich es euch gezeigt habe, oder es hätte jetzt noch eine Kohle gelegen. Auf jeden Fall, jetzt habe ich hier eine Baumwollmanufaktur und ich habe einen Hafen. Jetzt kann ich die Aktion Sell spielen, und zwar auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Ich könnte jetzt zuerst sagen, ich möchte diese Baumwolle über den Hafen in Fleetwood verkaufen. Ich habe beide noch nicht geflippt. Würde das aber jetzt tun. Das heißt, zuerst regelkonform flippe ich zuerst das Hafenteil. Mein Einkommen steigt um 3 und am Ende dieser Phase gibt es 2 Siegpunkte. Und dann flippe ich die Baumwollmanufaktur. Da steigt mein Einkommen um 4 und ich bekomme 5 Siegpunkte. Das Schöne ist, diese Baumwollmanufaktur, ups, hat Level 2. Das heißt, ich bekomme diese Siegpunkte sowohl in der Kanalphase als auch in der Eisenbahnphase, wenn ich das Ganze rechtzeitig gebaut habe. Wunderbare Sache. So. Alle Teile, die ich flippe, wie ihr hier seht, haben dieses Link-Zeichen. Das ist nachher, wie gesagt, wichtig in der Wertung. Jetzt ist einfach nur wichtig, dass mein Einkommen um 7 Punkte steigen würde. Ich nehme hier den gelben Marker, zähle hier. Und das ist wichtig, man geht auf den schwarzen Punkten lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ich hoffe, ihr seht das hier noch. Ich nehme diese Teile hier zur Seite. Und wir gehen jetzt in diesen Bereich. Ich hätte ein Einkommen von 4. Das heißt, zu Beginn jeder Runde bekomme ich jetzt 4 Pfund. So, Einkommen zu haben heißt auch, dass ich flexibler bin, Geld zu bekommen über Kredite. Ich kann das am Anfang natürlich auch. Dann gehe ich ins Minuseinkommen. Auch das ist möglich. Man kann das Spiel auch gewinnen, wenn man am Anfang ins Minus geht. Überhaupt kein Problem, hatten wir alles gehabt. Und für jeden Kredit, den ich aufnehme, ich kann also mit der Aktion Kredite, sind wir also schon bei der nächsten Aktion, kann ich zurückgehen. Und zwar um ein Bracket, sage ich mal. Ne? Also ich kann vom Einkommen 4 auf das letzte Feld von Einkommen 3 gehen. Das wären 10 Pfund Kredit. Würde ich aufs letzte Feld von Einkommen 2 gehen, 20 Pfund. Bis zum Einkommen 1, 30 Pfund. 30 Pfund ist auch gleichzeitig das Maximum, was ich bekomme. Und je nachdem, wie man steht, gerade am Anfang ist es nicht schlecht, sich da ordentlich die Taschen zu füllen. Man kommt schon wieder hoch. Aber Geld macht nun mal flexibel. Gerade, wir machen hier nichts anderes als Kapitalismus. Jetzt habe ich aber diese Aktion schon vorgegriffen. Setze also nochmal hoch wieder auf 4. Denn es gibt noch eine zweite Option beim Verkaufen. Sell. Sowohl einfach, wie gesagt, über die Häfen. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir irgendwann mal noch ein Warenhaus gebaut haben. Zum Beispiel in Blackburn. So, vorher lag dieses Linkteil da, sagen wir mal, und wir brauchen Kohle. Die kriegen wir über den Hafen von Fleetwood. Wir brauchen einmal Kohle, das heißt, ich müsste einmal bezahlen, einen Pfund. Also wenn ich jetzt dran wäre, einen Pfund hier auf die gute Dame.
um die Kohle hinzulegen, weil der Markt ist voll. Dann müsste ich 12 Pfund bezahlen für, so, nehmen wir mal hier, 12 Pfund bezahlen für diese, ne, 14 Pfund, das ist ja ein Level 2. Müsste 14 Pfund bezahlen für diese Baumwollmanufaktur. Wenn ich dann jetzt wieder dran bin, könnte ich natürlich gucken, ja, möchte ich verschiffen das Ganze, aber ich habe gerade keinen Hafen. Ich kann aber sagen, ich verkaufe hier an den fernen Markt, also nach Übersee, das Ganze ist allerdings ein bisschen tricky. Ich habe hier eine Einkommenstabelle und decke das oberste Plättchen des fernen Marktes auf. Das geht von minus 1 bis minus 4 und einmal ist die 0 drin. Das ist ein bisschen Gezocke, was eben da an Einkommen überbleibt für mich. Ich bekomme auf jeden Fall, wenn hier alles gut geht, das Einkommen der Baumwollmanufaktur. Aber hier haben wir jetzt minus 1, das ist extrem gut gelaufen. Das heißt, es ist ein Punkt runter, aber immer noch minus 3. Das Ganze läuft so ein bisschen so im Zickzack, wenn man das so sieht. So, von 1, ein Punkt runter, minus 3. Bin ich immer noch bei 3, das heißt, ich bekomme ein 3er Einkommen plus dem Einkommen aus der Baumwollmanufaktur sind 4, das ist nochmal 7. Ja? Dann würde ich jetzt also von 18 hier auf 25 steigen und hätte ein 8er Einkommen in der nächsten Runde. Ja, so würde das Ganze sich dann eben immer weiter hochschrauben und natürlich auch immer mal wieder ein bisschen runter, denn man macht sich ja gerne auch mal ein bisschen flüssig wieder, indem man Kredite nimmt. Und diese Kredite haben wirklich keine Auswirkungen aufs Spielende oder so, sondern ganz einfach nur auf meine akute Einnahme, die dadurch ein bisschen sinkt. Ne, die ich aber hoffentlich dann dafür ums 2- bis 3-fache eben wieder erhöhen kann. So, das sind die Aktionen, die ich habe. Besonderheit an dieser Aktion eben noch, an dieser Aktion Verkauf, ist ganz wichtig. Ich kann das mehrmals machen, mit einer Aktion. Das heißt, ich kann mich darauf vorbereiten. Ich kann viele Häfen bauen, ich kann viele Manufakturen bauen. Ich kann aber auch darauf setzen, viel über diesen Markt zu machen hier, über den fairen Markt. Und kann mit einer Aktion sämtliche nicht geflippten Teile, die ich zum Sell gebrauchen kann, flippen. Und dann eben einen riesen Sprung machen in Einkommen. Allerdings ist das eine Menge Vorbereitung, eine Menge Timing und muss das Spiel dazu auch ein bisschen gebändigt haben, sage ich mal. Das ist eine Sache, die relativ schwer ist, dahin zu kommen, aber da muss man, also mit der Zeit ist das auf jeden Fall eine Sache, die locker machbar ist. Allerdings hat dieser ferne Markt seinerseits auch wieder eine Tücke, denn ich decke ja jedes Mal, wenn ich diesen fernen Markt aufdecke, ein Plättchen auf und das Ganze sinkt. Hier haben wir 2. Gehen wir einfach mal weiter. Minus 3. 1, 2, 3. Jetzt sind wir schon beim Einkommen von 0. Allerdings immer noch nicht beim X. Einkommen von 0 ist schon schade, aber jetzt sind wir beim X. Das heißt, in diesem Bereich ist es echt riskant, noch Handel mit Übersee zu betreiben, denn wenn während des das Umdrehen das Ganze noch auf das X landet, auf dem X landet, ist einfach ist Schluss. Ich kann nicht mehr weiterhandeln mit dem Überseehafen und ich darf auch dann meine Baumwollmanufaktur nicht mehr drehen. Das heißt, es ist ein bisschen gezocke, ganz einfach. Dieser Kartenstapel hier wird natürlich dann im Laufe der Runde immer weniger, denn jedes Mal, wenn ich meine beiden Aktionen gemacht habe, ziehe ich auf 2 Karten nach. Und wenn dieser Kartenstapel dann das Ende erreicht hat, ist Schluss mit der Kanalphase. Es wird abgerechnet in diesem Fall. Es gibt Punkte für alle Links, die ich platziert habe. Und zwar entsprechend der Link-Symbole, an die sie angeschlossen sind. Das heißt, dieser hier wäre 2 Punkte wert, 2 Punkte, 2 Punkte. Das wären also für diese 3 Links insgesamt 6 Punkte. Ne? Wenn wir hier alles voll, das dementsprechend mehr. Das sind aber eher so die dicken Punkte darüber. Die kommen eigentlich eher später dann in der Eisenbahnphase. Denn die beginnt direkt hier nach. Ich kriege auf jeden Fall noch Punkte für die Gebäude, die ich habe. Ne, 5 Siegpunkte für dieses, hier nochmal 5 Punkte und für den Hafen 2 Punkte und 1 Punkt für die Kohlenmine. Ja, also insgesamt 13 Punkte plus 6 Punkte sind aber 19 Punkte für Gelb. Und das Ganze würde hier so markiert werden. Dann wird alles abgeräumt. Es wird, na, nicht ganz alles, also es werden alle Links abgeräumt, die Kanäle sind weg und werden nicht mehr benutzt. Und alle Level 1 Industrien werden abgeräumt. Und dann beginnt die Eisenbahnphase. Ja, wir haben also ab jetzt keine Kanäle mehr, sondern Eisenbahnen. Die sind teurer in der Herstellung. Ich brauche 5 Pfund, um eine Eisenbahn zu platzieren. Läuft über die gleiche Aktion Link. Ich brauche ein Stück Kohle. Das heißt, jetzt wird es wichtig, sich mit Kohle zu positionieren. Am besten schon gegen Ende der Kanalphase hat man das gemacht. Einfach um Kohle auf den Markt zu bringen, um nicht unbedingt auf die Kohle der anderen zurückzuführen. Denn das bringt den anderen Punkte, wenn man die Kohle von denen ständig benutzt. Ich kann aber auch mit dieser Aktion Link jetzt 2 Schienen gleichzeitig bauen. Und zwar für 2 Kohle und 15 Pfund. Das ist natürlich eine echt teure Angelegenheit, aber es rechnet sich mitunter, um einfach wichtige Städte für sich schnell anzuschließen und einfach auch Punkte zu holen oder einfach um schnell mit der ersten Aktion 2 Schienen zu legen und dann wupp, sofort ein wichtiges Gebäude dazu blockieren. Zum Beispiel Schiffe. Denn, wie gesagt, 18 Punkte.
Ansonsten ändert sich in der zweiten Phase nichts. Ne? Ihr müsst euch einfach vorstellen, dass wesentlich mehr passiert auf dem Brett. Es ist wesentlich voller. Und die der Start einfach eher, diese Kanalphase oftmals ein bisschen wie eine Ouvertüre wirkt. Zu dem Punkt, der dann später einfach im Spiel noch über die Eisenbahn stattfindet. Es werden pro Spieler 2 Karten unter dieses Symbol gelegt beim Aufbau der Eisenbahn. Ja, das heißt, die werden zwar auch gespielt, im Gegensatz zur ersten Kanalphase, aber das bedeutet, sobald dieser junge Herr hier gezeigt wird und die Runde durch ist und man unter diesen Marker die Karten nimmt, dürfen keine Kredite mehr aufgenommen werden. Das heißt, wer sich dann nochmal schnell mit Geld ausrüsten will, zu diesem Zeitpunkt sollte das auf jeden Fall tun. Anschließend wird die Hand leer gespielt, das ist wie in der Kanalphase, wenn keiner mehr Karten auf der Hand hat, ist Schluss, alle haben die gleiche Anzahl Züge gemacht und es wird nochmal abgerechnet, es werden nochmal die Verbindungen für die Eisenbahnplättchen gezählt. Ja, das hier sind Blackpool zum Beispiel und Southpool. Southport, das sind Orte, die haben direkt 2 Links und würden schon mal 2 Punkte abschmeißen. Das heißt, das hier sind schon sehr begehrte Routen. Ne? Southport und dann so ein volles Liverpool, komplett geflippt, wären 6 Punkte. Ja, das ist also großartig. Zusätzlich gibt es dann noch Punkte für alle Gebäude, die liegen geblieben sind, ab Level 2. Und wer dann die meisten Punkte hat, der hat gewonnen. Es gibt auch noch für 10 Pfund, die man in Bar hat, einen Punkt. Aber das ist eher meistens nicht so ganz erheblich für die Endwertung. Und das waren die Regeln von Brass. Und jetzt sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. Das war Brass. Und jetzt unterhalten wir uns mal ein bisschen darüber, wie ich oder wie wir, denn Ellie und ich sind uns verdammt einig bei diesem Spiel, das Ganze jetzt einfach finden. Ganz kurz vorweg, wäre dieses Spiel jetzt nicht unbedingt eine Neuauflage, sondern wäre dieses Spiel dieses Jahr neu erschienen. Sagen wir es einfach mal so, neu erschienen. Und ich hätte das Spiel nicht vor Jahren schon mal gespielt oder öfter auch damals. Dann wäre das definitiv meine Neuerscheinung des Jahres 2017 oder des Jahrgangs 2017-18. Dieses Spiel schiebt mal eben kurz alles, was ich bisher richtig gut fand, angefangen bei Vendake und so weiter, locker an die Seite und übertrumpft es. Das ist Fakt. Das ist Fakt. Ich würde es jetzt nicht zwingen, natürlich würde ich, wenn wir jetzt unsere Zyklus-Top-Liste machen, wäre es natürlich relativ weit vorne. Aber wer weiß, Birmingham kommt ja noch. Aber dadurch irgendwie, dass das eine eben ein neues Spiel ist, das andere nicht, oder, na, ihr wisst, was ich meine vielleicht. Aber dieses Spiel ist genau so gut, wie ich es meine. Es macht von ersten bis zum letzten Moment einfach nur Spaß. Es fängt an, der Kaffee wird kalt und die Hände sind schwitzig am Ende. Und das ist ein Zeichen, dass mir ein Spiel richtig gut gefällt. Ellie sagt, sie ist verliebt. Nicht nur in mich, sondern auch in das Spiel. Also, die Welt ist in Ordnung. Ich habe hier wirklich, wir fangen an beim Artwork. Wir sind ja keine Leute, die jetzt sagen, oh, das ist eine Deluxe-Version, die ist total jetzt hochproduziert und alles edel, wir verkaufen unsere alte hier mit der neuen. Das machen wir eigentlich in der Regel nicht. Und bei Brass konnten wir tatsächlich nicht anders, ihr habt das gesehen eben, das ist stimmig, britisch, es passt zu diesem düsteren Industriezeitalter. Man könnte natürlich jetzt als negativen Punkt vielleicht sagen, die Karte könnte auf den ersten Blick überladen werden, es ist hier und da vielleicht auch ein bisschen duster. Aber ich kann sagen, wir haben es nicht nur unter Studioleuchten gespielt, dieses Spiel. Und ich zumindest hatte auch unter normaler Beleuchtung jetzt nicht das Problem, dass ich da irgendwas nicht erkennen konnte, dass mir irgendwas zu dunkel war. Ja, es mag anderen Leuten anders gehen. Ich habe dieses Problem eigentlich so nicht gesehen. Was ich vielleicht zu meckern hätte, wäre auf so ein kleiner Anteil an diesem Spiel, denn wenn man es wirklich zu viel und mit vielen Leuten spielt, dann ist es so, dass diese Holzwürfel, ne, also die gehen teilweise wirklich aus. Das ist teilweise, also denkst du, oh, aber das wird spannend. Oder es wird eng. Also ich habe von jeder Farbe 5 mehr rein. Das ist eine Deluxe-Version. Leute, der Kickstarter ging durch die Decke. 5 oder 10 Holzwürfel mehr. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht kriegsentscheidend gewesen. Aber egal, wir kommen zum Spiel. Das Spiel bietet, Spannung habe ich gesagt, das Spiel bietet Netzwerkbau auf echt höchstem Level. Planung, Spieltiefe. Die Regeln sind gar nicht mal so viel. Das ist, also man ist wirklich schnell drin im Spiel. Ja, man hört ganz oft, man denkt, oh, Brass, was für ein Brocken. Aber bis man das Spiel, sage ich mal, so hat, dass man es einfach erstmal spielen kann oder mitspielen kann, das ist kein großer Weg. Das ist völlig in Ordnung. Von daher finde ich es auch als Einstieg in Wirtschaftsspiele nicht unbedingt das Verkehrteste. Ja, es ist aber schon so, dass ich das, wenn ich das mit Leuten spiele, die dieses Spiel 10, 15 Mal gespielt haben, und ich komme jetzt mit meinem ersten Brass-Spiel daher, dass ich wahrscheinlich eine gute Packung beziehen werde. Denn viele Abläufe, aber das Spiel sind einfach, ja, oder sagen wir mal Planungsabläufe, die tun sich im Spiel auf, aber die sieht man oft eben auch erst mit mehreren Spielen. Ne? Also, dass man da wirklich bestimmte
Sachen, wenn ich dies mache, dann das. Ich muss also neben meinem Zug bei diesem Spiel eben auch noch ganz knallhart und viel härter als es bei Eurogames. Denn ich, also das ist für mich jetzt kein Eurogame hier oder so. Also viel härter als bei Eurogames eben noch diese Interaktion mitbrechen. Es ist also nicht einer, der mir eben nur mein Feld wegnimmt, auf das ich jetzt einsetze oder was auch immer da passiert. Es ist eben noch jemand da, der meine Ressourcen nutzt, der meine Verbindung nutzt, der vielleicht meinen Hafen nutzt, um seine Fabrik, also seine Baumwollmanufaktur noch schnell irgendwie vor Ende nach Indien zu verschiffen. Beziehungsweise oder überhaupt so eine Linie dafür sich einzurichten. Ich kriege dazu jetzt zwar ein paar Punkte, aber er sahnt groß ab wegen der Baumwollmanufaktur. So eine hochlevelige Baumwollmanufaktur, die bringt was. Dann nimmt man es vielleicht mal in Kauf, dass man gerade nicht selber einen Hafen baut, sondern irgendwie was anderes macht dafür, vielleicht auf dem Schiff weiter spart. Ja, dieses Spiel hat einen Interaktionsgrad, der ist gewaltig. Also, ich sag mal, Einarbeitungszeit ist im Vergleich vielleicht so, dann ist irgendwie die Lernkurve so. Das heißt, man kann spielen, aber man muss es wirklich üben. Aber man kann dieses Spiel wunderbar üben. Und dann kommt eben zu diesem Interaktionsgrad und dieser gar nicht hohen Regeldichte eine enorme, absolut enorme Spieltiefe dazu, die sich bei den ersten Spielen überhaupt nicht erschließt, die einfach so, die kommt. Man ist also, sag mal, man sitzt da, ist überwältigt. Naja, nicht erschließt es falsch. Also man sieht sie schon, man sieht sie, aber sie für sich auszunutzen, da braucht man einfach einige Partien für. Aber dann, sag ich, hat man den Spaß seines Lebens. Was wirklich toll ist bei dieser Version hier, ist, dass die Zweier-Version unserer Meinung nach sehr gut funktioniert. Also auch im Vergleich zur Dreier- und Vierer-Version besser als die alte Version, finde ich. Und im Vergleich zur Dreier- und Vierer-Version ist sie natürlich jetzt nicht so energiegeladen, ne? Also der Markt ist nicht ganz so unberechenbar und bis ich wieder dran bin und es ist auch nicht ganz so hart umkämpft. Also wenn ich wirklich mit drei oder vier Leuten spiele, dann der Kampf um die Spielereihenfolge, grandios. Also wirklich ein absolutes auch ein Highlight im Spiel noch. Also dieses Abwägen, was gebe ich aus, wie viel, verzichte ich jetzt auf eine Aktion, um vielleicht in der nächsten Runde Startspieler zu sein. Wenn ich in der ersten Runde, in der einen Runde Letzter bin, in der nächsten Runde Startspieler, mache ich vier Aktionen hintereinander. Das heißt, ich kann wirklich lospreschen, ohne dass mir einer dazwischen donnert. So, das ist großartig. Und was das Spiel eben auch gekonnt macht, ist damit klarkommen, was es einem liefert. Ja, ich habe natürlich einen Faktor, wenn die Karten Mist sind, sind die Karten Mist. Das kann mir passieren. Ich habe aber immer noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich mache nur eine Aktion in dieser Runde und baue jetzt da, wo ich denn gerne bauen möchte. Aber das kostet mich, wie gesagt, eine Aktion. Und da könnte man vielleicht ansetzen, wenn man sagt, okay, da ist jetzt Zufall drin, aber dieses Zufallselement, auch das Zockelement beim Handel nach Übersee, wo eben der Markt dann auch, wenn es doof läuft, geschlossen werden könnte in späteren Runden. Ja, aber das fällt nicht so wahnsinnig ins Gewicht, denn ich muss halt das Beste aus dem machen, was ich habe in diesem Spiel. Das ist, das finde ich gerade immer ganz deutlich am Ende der jeweiligen Phasen, wenn ich einfach nur noch meine Hand runterspiele. Also ich habe ja mal 8 Karten auf der Hand und ziehe auf 8 wieder nach. Das heißt, in der Regel habe ich 8 Karten, mit denen ich spiele. So, wenn aber keine Karten mehr zum Nachziehen da sind, wo soll ich die 8 Karten hernehmen? Ist so, also ich spiele meine Hand runter. Das heißt, ich kann relativ gut absehen, was geht noch, was kann ich noch machen. Und oft ist es so, die dicken Dinger nicht mehr, also muss ich gucken, wie kriege ich jetzt hier die idealen Züge raus, was bringt mir jetzt am meisten Punkte, um vorzupreschen. Und eben gerade, wenn es das erste Mal die Hand runterspielen ist, was ist mir jetzt gerade wichtiger? Baue ich noch Kanäle, um noch Punkte zu machen? Oder sehe ich zu, dass ich jetzt vielleicht doch noch irgendwo mich mit Industrie platziere für die nächste Runde? Oder sehe ich zu, dass ich rechtzeitig mein per Development, mein Tableau leer spiele, ganz einfach, um in der nächsten Runde sofort was Hochwertiges platzieren zu können? Ja, Fragen über Fragen. Das muss man sich beantworten, wenn man am Tisch sitzt, sage ich mal. Und ich hoffe, dass ganz viele von euch sich, wenn sie es noch nicht getan haben, an den Tisch setzen werden und Brass spielen. Denn Brass ist super. Es wird nicht umsonst als eines der Meisterwerke von Martin Wallace gehandelt. Und das unterschreibe ich sofort. Das ist mein Spiel der letzten Monate, würde ich ganz einfach sagen. Ne? Also im Wirtschaftsspielbereich, da stecke ich es hin. Ich unterscheide immer so ein bisschen zwischen Wirtschaftsspiel und klassischem Euro. Also, ne? Also ich würde das wirklich nicht in die Euro-Ecke packen. Ne? Also das ist schon deutlich anders, was Interaktion angeht, was Planung angeht und dementsprechend, nur weil es irgendwie nicht unbedingt. Ja doch, es geht schon sehr interaktiv gegeneinander. Ne? Also oft sagt man ja so, bei den Eurogames ist jetzt nicht so hoch interaktiv. Hier ist schon viel, viel mehr Interaktion vorhanden auf jeden Fall. Und man muss auch sehr interaktiv spielen, einfach um auf den grünen Zweig zu kommen, oft. Das ist so. Und heißt Kali. Und lässt sich auch nicht einfach vermeiden. Unterm Strich, ihr seht, ich mag's. Ich mag dieses Spiel ganz einfach und ich mag es riesig gern. Ich gebe Brass oder wir geben Brass beide 9 Punkte. Und freuen uns aufs nächste Spiel. Scully finde den Karton auch super. Und dementsprechend, ja, ich sage jetzt an dieser Stelle, nächster Halt Birmingham. Auch dann seid ihr wieder mit dabei und
an dieser Stelle würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und euer Urteil zu Brass, auch das würde mich interessieren. Urteile, Ersteindrücke, wie seht ihr das? Haut rein, haut in die Tasten. Ich bin offen und total gespannt, wie ihr Brass für euch einschätzt. Habt ihr Brass früher schon gespielt? Kennt ihr die alte Version? Seid ihr jetzt auf Brass gestoßen? Wie ist es? Ja. Und ansonsten würde ich mich natürlich freuen, wenn es euch hier überhaupt gefallen hat und ihr einen Daumen da lasst. Ein Abo nehmen wir sehr gerne. Und an dieser Stelle sage ich besten Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Und tschüss.